hallo. Reality Check, der Kata Nummer 6, Muro Tetsuki oder Muro Tetsuki. Stich mit beiden Händen. Ich habe zwei Gegner, immer noch dieselbe Familie, beide sind wieder auferstanden. Ich greife sie an und dann ihn, weil die beiden mich angreifen. Es ist ja immer Selbstverteidigung. Okay, ich stehe in der Mitte. So. Ich gehe vor, sie greift zu ihrem Schwert bei meinem zweiten Schritt. Dann kommt er und sie ist dran. So, das ist die Kata. Könnte das in der Realität wirklich so ablaufen? Würde sie, wenn ich auf sie zukomme, tatsächlich einfach nur zu ihrem Schwert greifen und nichts tun? Oder macht sie vielleicht was anderes? Probieren wir es aus. Ich wie stand. Oh, da komme ich ja gar nicht durch. Was macht er jetzt hinten? Er wartet ja auch nicht, bis ich mich umgedreht habe und ihn getötet habe. Also, mit einem Gegner hinter euch kann das so nie funktionieren. Das heißt, wir haben ein Ritual, aber wir haben keine funktionsfähige Kampfsequenz.